engage in entertainment. Die Zeit ist gekommen, meine Brüder. Bald öffnet die Teleportkugel denjenigen von euch die Tore, die sich heute auf die Suche nach Ruhm und Reichtum begeben. Und bald schon werden die Namen derjenigen kundgetan, die nach Dragonland vorstoßen. Ihre Namen werden in der Ruhmeshalle für immer in Stein verewigt sein. Zusammen mit den Namen der Menschen, die unsere Geschichte genauso sehr verändert haben, wie die Explosion des Sterns. Töte nur ungern Schwachköpfe. Sie sind drinnen! Schnell hierher! Ruf die anderen! Los! Ayumi, das war ja zu erwarten. Du hältst dich nicht gern an die Spielregeln, oder? Tut mir leid, Meister. Aber ich setze die Teleportkugel jetzt ein. Es liegt mir nicht, untätig herumzusitzen. Was? Alle zusammen! Sie geht! Ayumi, los! Naja, du hast es verdient. Ich werde dich nicht aufhalten. Ach, da geht's ja auch schon los, hier bei Blades of Time im neuen Let's Test und somit herzlich willkommen zu einem weiteren Teil unserer kleinen neuen Serie hier und wir sehen bereits links die Protagonistin, naja, die hat halt nicht viel Geld, da ist nicht so viel Geld für Klamotten drin, da reicht es nur für den ledernen Spitznippel-BH und natürlich da unten noch, da hat sie noch so eine Hotpants an, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, aber die kennst du ja heute schon vom Schulhof, die trägt man heute so ab der vierten Klasse, das ist ganz normal. So, ich mach mal, ach hier, Bernd der Schlechter ist auch noch dabei. Ich bin böse. Nee, ich weiß natürlich gar nicht, wie die heißen. Ich bin hier heute einfach nur Casual Gamer. Ich habe das Spiel installiert und starte hier einfach mal so fröhlich in die Gegend rum. Und dann wollen wir einfach mal gucken, was passiert, wenn wir hier anfangen zu zocken. Ich spiele natürlich den Story Mode und dann legen wir mal los. Alter, das mit den Nippeln, ne? Die muss aufpassen, dass sie keinem Auge aussticht. Das kannst du auch so nicht machen. Wenn ihr kalt ist, dann zieh dir was halt an, Mädchen. So, ich mach mal Story Mode. Ich spiele jetzt mit dem Gamepad. Geht das? Ja, mit dem Gamepad geht. Sehr schön hier, Story Mode. Und jetzt machen wir mal ganz kurz ein New Game. Ganz kurz vorher schon mal reingeguckt. Endlich geschafft. Das legendäre Dragonland. So, weiter geht's, Huch. Ich muss mal kurz gucken. Wächter. Hätte nicht gedacht, dass die mir so schnell über den Weg laufen. Aber wo steckt Zero? Ich dachte, der wäre hinter mir. Ja, der Zero ist eine Null. Wirklich aus Stein. Sowas hätte ich nie für möglich gehalten. Ja, ich hätte nie für möglich gehalten, dass du so viel quatscht, Mädchen. Du hast zu kämpfen. Du kannst hier keine Dialoge führen. Komm schon. Dragonland, das Traumziel eines jeden Schatzjägers. Ich fasse es noch immer nicht, dass ich hier bin. Mal sehen, was der Kompass sagt. Ja, der Kompass sagt, wir sollen erstmal hier ein bisschen rumgucken. Das sind also wir. Grafikmäßig ist das natürlich ganz cool. Sieht hier alles so ein bisschen verkommen aus. So ein bisschen gräulich, papäulich, weil wir hier gerade natürlich im Drachenland sind. Take a look at your compass. Also die, Sprache vom Spiel ist Deutsch, die Voice, aber die Untertitel irgendwie nicht. Ich weiß nicht so recht, warum. Wahrscheinlich mein Steam gerade auf Englisch ist. Immer noch wegen Cry of Fear. Ich habe es immer noch nicht umgestellt. So, und wir sind Schnucki-Schnuckmund und müssen hier irgendwie mal wieder die Welt oder zumindest uns selbst retten. Das hier ist Schlagen. Alter, die langt aber auch zu. Mit so einem 10-Meter-Schwert. Hier springen wir ein bisschen, Alter, wie die springen kann. Und sogar noch in der Luft abspringen. Die kann einfach alles. Das Mädchen hat's drauf. So, und wir müssen to get out of compass, drücke ich mal nach unten. In den Büchern steht, dass eine der Kompassnadeln zum Schatz von Dragonland zeigt. Aber von einer zweiten Nadel stand da nichts. Ich könnte jetzt mit der Nadel hier den Nippel abrasieren.
frage ich mich, wer ist spitzer? Die Nadel oder? Naja gut, jetzt gehe ich mal einfach da lang. Ich muss da lang. Die Bewegung auf jeden Fall sehr authentisch, sehr exotisch, mysteriös, abendländisch. Klasse. Was ist denn das? Ich hab einfach keine Worte. So, ich hab einen Treasure Chest. Ich hab einen Schatz gefunden. Ich weiß gar nicht wo. Ich bin jetzt so rumgelaufen. Hier ist der Schatz. Ah. Dann wollen wir den mal öffnen. So, Katanas haben wir bekommen. Das ist natürlich super. Die equippen wir mal sofort. Hab ich die jetzt equipped? Okay, dann closen wir das Ganze mal. Die Waffen natürlich sehr bescheiden, sehr klein auch, wie alles andere hier in diesem Spiel. So, mit dem Kompass können wir also Schätze finden. Da schätze ich mal, wollen wir nicht runter. Das sieht mich sehr gefährlich aus. Ich hole jetzt den Kompass nochmal raus, ob der uns sowas zeigt. Hoffentlich wird der Gildenmeister nicht sauer, wenn er merkt, dass ich seinen Kompass geklaut habe. Er benutzt ihn ja eh nicht. Ich glaube... Für einen Schatzjäger ist er viel nützlicher. Ja, halt doch mal die Klappe, wenn ich hier moderiere. Auf jeden Fall, ich glaube, da ist so ein Schatz. Die rote Nadel zeigt immer zu den Schätzen. Die reißen wir uns natürlich unter den... Das ist interessant. Yeah. Die reißen wir uns natürlich unter den Nagel und wir kriegen dann irgendwie so Seelenpunkte oder sowas. Bin mir noch nicht sicher, wozu es gut ist. Wir werden es bestimmt erfahren. So, da hinten ist auch noch eine Kiste, die öffnen wir natürlich auch mal. Erstmal alles öffnen, alles mitnehmen. Noch ist ja alles relativ easy. So. Da fliegen sie dahin, die kleinen Superstars. Verbrennen alle in der kleinen Flamme des Fames. So. Was? Was war das? Ein Gespenst? Sich an all das zu gewöhnen, wird nicht so einfach sein. Hier gibt es die seltsamsten Phänomene. Ja. Zumindest kann ich jetzt alles mit eigenen Augen sehen. Kannst du auch mit... Soll ich hier auf Zero Alter. Warten? Ob das so sinnvoll wäre? Verdammt! Wo bist du nur, Kumpel? Was ist mit dir passiert? Der hat Reis ausgenommen, weil du alles totlaberst, Mädchen. Mensch, versteh's doch mal endlich. Die hält ja auch nie die Fresse. Wie soll ich denn da vernünftig moderieren? So, hier ansonsten kompassmäßig, rote Nadel. Gibt's nicht mehr. Alle Schätze ausgeräubert, also laufen wir jetzt über den riesigen Drachen, vermute ich mal. Und jumpen sollen wir da auch. Das kriegen wir hin. Wir sind ja natürlich immer noch im Tutorial, da ist alles noch sehr handsam. Hui! Ich weiß einfach nicht, wo ich anfangen soll. Ich weiß nur, dass der sagenhafte Schatz hier irgendwo auf der Insel versteckt sein soll. Aber es gibt keine Karten oder Beschreibungen. Kein Wunder. Die Gilde ist schließlich die geheimnisvollste Organisation der Welt. Ja, die ist so geheimnisvoll, die existiert nur in einem Köpfchen. So, wo sind wir hier eigentlich? Was ist denn das hier? Ist da eine Tür? Können wir die öffnen? Offenbar nicht. Ich traue mich schon gar nicht, was zu sagen, falls die wieder anfängt zu quatschen. Wie jetzt zum Beispiel, bestimmt. Eine Falle! Das müssen die Wächter der alten Schätze sein. Genau wie es in den Büchern steht. Wenn das stimmt, ist es ein gutes Zeichen. Na, jetzt kämpft doch mal richtig. Hier, hebt in die Luft und dann einmal Rinder. Und in die Luft und Rinder. Und au, au, nicht auf meine Fresse, sondern auf deine, Kollege. So. Das. Und ich habe wirklich geglaubt, ich würde ein paar Hinweise finden, die die Gildenmitglieder für Schatzsucher hier hinterlassen haben. Sowas wie Zeichen auf dem Boden oder den Steinen. Ja, vielleicht finden wir sowas noch. Erstmal Geduld, junges Mädchen. Ich könnte ja so etwas auf einen Stein... Ja. Du, Fremdling, komm näher. Wer bist du? Ich bin der Geist des Altars. Betrittst du Dragonland? Dies ist der erste Schritt auf deinem Weg. Ich bin hier, um dir zu helfen. Um mir zu helfen? Ich suche meinen Partner, Zero. Das hat für mich keine Bedeutung. Meine Pflicht ist es, dir dabei zu helfen, Kräfte zu sammeln. Was meinst du damit? Ich bin hier, um den Schatz des Drachentempels zu finden. Wenn du etwas Wichtiges weißt, kannst du mir dabei helfen. Sonst verschwende nicht meine Zeit. Ich rate dir, dich von mir leiten zu lassen, wenn du überleben willst.
Hier. Mein erstes Geschenk für dich. Ich brauche keine Geschenke. Ich will niemandem etwas schuldig sein. Was hast du getan? Jetzt sind wir miteinander verbunden. Ich werde dich auf deinem Weg führen. Mit meiner Hilfe wirst du siegen. Sag, was willst du eigentlich von mir? Ich will, dass du den Weg zu Ende gehst. Ich habe dir die Fähigkeit verliehen, die Lebenskraft besiegter Feinde in dir aufzunehmen. Bring sie dann zu meinen Altären und du wirst belohnt. Bist du wahnsinnig? Ich brauche das nicht. Nimm es zurück. Meine Geschenke verpflichten dich zu nichts. Jetzt geh, aber sieh dich vor. Eine große Gefahr lauert auf dich. Hey, warte! Was für eine Gefahr denn? Na toll. Was für ein ungutes Gefühl. Das gefällt mir gar nicht. Ich glaube, so mache ich das später auch zu Weihnachten. Dann sample ich mir das raus. Meine Geschenke verpflichten dich zu gar nichts. Weißt du, dann komme ich da als Weihnachtsmann mit so einer schwarzen Kapuze und leuchtenden blauen Augen darunter. Wäre eigentlich ganz cool mit so blauen Leuchtdioden oder sowas. Da lässt sich bestimmt was machen. So, wir sind also verbunden mit dem Wächter und können jetzt die ganzen komischen Punkte, die wir sammeln wahrscheinlich, gegen irgendwelche Superskills eintauschen. Nicht, dass dies noch nötig hätte. Ich kann auch super durch die Luft tanzen. Habe ich früher im Sportunterricht immer gemacht. So, was sagt denn der Kompass eigentlich? Nischt. Na gut, wir müssen hier lang. Wie benutzen wir das? Hier am Rädchen? Ja, jetzt hier. Da. Und jetzt X. Hui. So, dann haben wir das. Gott, wie heiß. Ist ja unerträglich. Hoffentlich führt dieser Weg nicht ins Zentrum der Welt. Wäre ich nicht auf eigene Faust hergekommen, würde ich denken, ich wäre gerade in der Hölle. Aber vielleicht bin ich ja dort. Naja, wer weiß. Was passiert hier? Bin ich wieder auf was Neues gestoßen? Nein! Oh nein, verdammt! Diese alten Orte stecken immer voll Überraschungen. Ja, diese alten Orte! Verdammt! Na los, springen! Springen, springen! Und eine Falle. Genau wie erwartet. Natürlich, eine Falle! Lauf, Ayumi, und bleib ja nicht stehen! Ich lauf ja schon, Mädchen! Außerdem heiße ich gar nicht Ayumi, ich heiße Gronkh! Wo soll ich denn hier hin? Mist! Huch. Was ist los? Das kann nicht wahr sein. Das bin ja ich. Benjamin Blümchen. Das finde ich aber gar nicht lustig. Doch, der war gut. Aber was passiert denn nun? Alles steht still. Selbst das Feuer ist komplett bewegungslos. Unglaublich. Sowas habe ich noch nie gesehen. Aber das ist unmöglich. Zero würde mich auslachen. Das liegt aber nicht jetzt daran. Also die Zeit läuft jetzt langsam weiter. Wir haben also gerade die Zeit zurückgespult und befinden uns gerade als Schatten vor der Zeit sozusagen und können jetzt ganz bequem durch die offene Tür latschen. Aha, das ist ja logisch soweit. Die Zeit läuft wieder weiter. Wer ist dafür verantwortlich? Programmierer. Eindeutig die Programmierer. So, hier geht's jetzt weiter, irgendwo hin. Hui! Boah. Ich glaube, wir kriegen Besuch. Das sieht doch aus, als würde gleich was aus den ekelhaften Eiern rausbrechen. Was zum Teufel? Spinnen? Die sind riesig. Woher kommen sie? Aus der Erde, würde ich mal vermuten. Ich hasse Spinnen. Davon hat der Altar also gesprochen. Ihre Lebenskraft. Ich zapfe sie ab. Dann zapf mich mal ab. Ach so, ich dachte, die hat mich gesiezt. Wusste ich jetzt nicht. Habe ich gerade falsch verstanden. Aber sieht schon cool aus eigentlich hier, ne? Muss man mal sagen. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. Schon ganz geil.
Ein Energiefeld. Wir müssen wahrscheinlich da links. Ein bisschen linear ist es. Hier sieht es genauso aus wie an einem der Orte, die ich in einem alten Buch über Dragonland gesehen habe. In diesen Truhen lagerten einst die großen Schätze alter Zivilisationen. Aber wo soll ich suchen? Such doch erstmal eine Altkleider. Gestern stieß unsere Gruppe nach Dragonland vor. Doch ich suche dort nicht ganz dasselbe wie die anderen. Hier wimmelt es überall vor unbekannten Pflanzen und Tieren. Und vor mir ist sicher noch nie ein Biologe dort gewesen. Aber genau deshalb bin ich hier. Mir ist bewusst, dass dieses Land voller Gefahren steckt. Doch ich bin gewillt, den Preis für neues Wissen zu zahlen. Ich werde auf meinem Weg immer wieder kurze Nachrichten hinterlassen. Sie werden dem Leser hoffentlich helfen. Edward Boyle, Autor der Zeitschrift Eigenarten der Natur. Eigenarten der Natur? Da steht aber The Weird Nature, die merkwürdige Natur. Und ich frage mich, wie kommen die denn nach Dragonland? Sieht wie ein großer Schalter aus. Was wohl passiert, wenn ich da drauf trete? Das weiß ich nicht. Ich gucke erstmal, ob ich hier irgendwas in den Truhen finde. Oder vielleicht hier drin. Die Truhen sind leer. Wenn du da drauf trittst, werden die Statuen aktiviert. Das sehe ich doch jetzt schon. Huch, wollte ich noch gar nicht. Okay. Na, so ein Zufall. Ganz sicher der Schalter. Das muss der Türschalter sein. So, Schüsschen! Die Wächter sind irgendwie mit diesen Dingen verbunden. Aber was bewachen die eigentlich, wenn all die Kisten leer sind? Nächstes Mal schlaft ihr besser weiter. Vielleicht waren die Kisten ja nicht immer leer. Was ist denn hier Red? Ach, da kann ich... Ah! Red Button, Right Button meine ich natürlich. So, Finishing Move! Stirb! Noch jemand? Ich bin so Imber. Ich bin das Imber-Mädchen. So, da haben wir hier alles abgefrühstückt. Hier nochmal in die Vase. Da nochmal. Und ansonsten sieht's ja ganz taco aus. Von hier kommen wir, glaube ich. Aber jetzt dürfen wir weiter. Das ist natürlich schon mal super. Der Vulkanausbruch muss die gesamte Zivilisation zerstört haben. Böser Vulkan. Aus! Nichts hier? Was ist das denn? Die Farbe dieser Blumen macht mich nervös. Ja, ich weiß aber nicht, was die machen. Oh oh, Besuch! Verdammt! Wer zum Teufel seid ihr denn? Nein, nein, nein! Bleibt weg! Hör, Alter, 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 Alter! Komm mal klar! Ich muss dazugeben, obwohl es eigentlich eine sinnlose Schnetzelei ist, macht es hier eigentlich ziemlich Spaß, hier alles auseinanderzunehmen. Vor allen Dingen sinnlos in der Gegend rumzufuchteln. Man muss natürlich ein bisschen üben, das muss man jetzt alles ein bisschen lernen. So, hier ist auf jeden Fall, das lohnt sich ja für diese Seelenpopel da, hier alles auseinanderzureißen. Oh nein, ich habe eine Vase übersehen. So, komme ich denn da hinten zu der... Ist da eine andere Blume? Da komme ich nicht rüber, ne? Ich gehe erstmal dahin, wo der Typ rauskam. Das ist ja doch alles sehr linear hier, das wird schon irgendwie stimmen. Wer in aller Welt stellt bloß diese magischen Barrieren auf? Der Altar? Ist er das? Beobachtet er mich? Aber warum sollte er mich aufhalten? Alter, wie geht denn die eigentlich? Kann man da ranzoomen? Huch! Was war das denn? Das probiere ich nochmal aus. Warte mal, bevor ich jetzt hier irgendwo... Da ist eine Vase. Cool, das wusste ich auch nicht. Kann man einfach reinsliden. Auf jeden Fall, das mit dem Gehen sieht natürlich noch ein bisschen sehr merkwürdig aus. Das sieht aus, als würde sie mit dem Arsch gleich Walnüsse knacken wollen. Oder wahrscheinlich Kartoffelpüree. Eher Kartoffelpüree. Sieht mehr nach Kartoffelpüree aus. Reibekuchen. Ein Mensch. Noch ein Schatzjäger.
Der hatte wohl Pech. Aber wir können seine Knarre mitnehmen. Na, da bin ich mal gespannt. Und hier sehen wir gleich wieder Kanonenfutter. So. Nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht. So, air to draw or that. Das ist... Ah ja. Okay, das muss man sich alles ein bisschen merken und dann kann man schießen. Haben wir da oben was zum Schießen? Ist doch immer so, wenn man eine Knarre findet, muss man gleich erstmal was wegschießen, damit man sich dran gewöhnt. Die Frage ist, was soll man wegschießen? Wegschießen tut man irgendwas, was oben ist, wo man sonst nicht hinkommt. Wahrscheinlich das da. Deswegen stelle ich mich mal hinter die Statuen. So, also mit dem Gamepad ziehen, da bin ich ja echt eine Niete. Ah, so ein Zufall. Das kam so überraschend! Ich bin so überrascht! Tschüss! Alter, wie viel hält denn der aus? So, dann können wir reloaden im Shooting-Mode. Das machen wir gerade mal. Kann ich mir sowieso nicht merken. Da müsste ich länger spielen. Und ich nehme natürlich hier nochmal die Dinger hier auseinander, hier für die einzelnen Popel. Vielleicht sollte ich die auch stehen lassen fürs letzte Test. Ist jetzt auch nicht so wild. Aber ich bin es halt so gewohnt. Ich spiele ja gerne immer alles möglichst gründlich durch. Behaupte ich einfach mal. So, da lang oder da lang? Und offen. Ich guck mal kurz was. Okay, hier ist eh zu und jetzt ist da natürlich auch wieder zu. Scheiße. Okay, also mal hier und Anza und Ufer und Tralala. So, Rinder. Sieht der etwa Grimassen? Ah, use your rifle. Well, I use my rifle. Also, well, shooting range. Also. New enemy, back. Mal ganz kurz gucken. Ach ja, der Chaos Observer, der Chaos Beobachter. Ja, 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 mhm, die fliegen also immer rum. Das ist ja sehr spannend. So, kann ich jetzt nachladen einfach mal? Ich gehe jetzt mal hier im Hunting. Wer ist da? Ich höre euch atmen. Kommt raus! Okay, Freunde, ihr habt sich anders gewollt. Jetzt ist Remi-Demi-Time. Aua, aua, nicht mit mir, nicht mit mir. Ja, ich bin böse, ich bin so böse. Ich bin ein böses Mädchen. Alter, mit ihren alten, ekelhaften, komischen... Was haben die für Hälse? Ich bin eine anständige Dame, lass mich. Boah, Alter! Boah, die sind ekelhaft, die mag ich nicht. Vor allem, die kraucheln sich so ran und die kriegt man gar nicht so richtig zu fassen. Und dann machen die dich fertig. Und da sind noch mehr von denen. Ich bräuchte ein Tränkchen. Ein Schränkchen mit Tränkchen. Vielen Dänkchen. Was? Ach, scheiße. Da ist doch wieder... Nee, das ist hier so einer. Scheiße. Alter. Drecksack. Das sind zwei. Na los, Alter. Ich kann mit diesem Gamepad zu steuern, ist eine Katastrophe. Ich bin das überhaupt nicht gewohnt. So, einmal nachladen. Entschuldigung, wenn ich hier ein bisschen rumhakle, aber das Gamepad ist überhaupt nicht meins zum so für Shooter-Einlagen. Boah, Alter, wie kann man denn damit... Das kann doch keiner. Boah, Alter, nee, pass mal auf. Ich gehe jetzt mal ganz kurz zurück. Ich probiere mal eben was. Da sagt die Maus Hallo.
So, das geht doch schon wesentlich besser. Ihr gebt wohl niemals Ruhe, was? Scheiße, 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 scheiße. Alter, ich hab das Gamepad noch nicht in der Hand. Scheiße. Boah, das ist eine Drecksackstelle. Ich konnte das Gamepad gar nicht richtig aktivieren. Scheiße. Leck mich doch am Arsch. Also mit dem Gamepad zielen ist natürlich eine Katastrophe. Und dann weiß ich... Und dann weiß ich natürlich die Steuerung nicht. Der schießt noch nicht, oder? Doch, der schießt schon. Leck mich. Alter, wie kann man denn mit dem Gamepad Shooter spielen? Das ist mir echt ein Rätsel. So. Ach, Kacke, das wird doch... Wer ist da? Ich höre euch atmen. Kommt raus! Kommen die jetzt schon? Jo! Scheiße, ich erwische immer den... Alter! Alter! Alter, ich kriege bei denen noch keine Schnitte. Und dann greifen die teilweise auch von hinten an. Gleichzeitig. Das ist natürlich, Alter, super mies. Ich sehe nichts. Boah, leck mich am Arsch. Steigt meine Gesundheit eigentlich wieder, wie bei anderen viel zu leichten Games? Aber die drei sind natürlich eine Katastrophe. Wenn die zu dritt angreifen, da kannst du gar nicht so richtig viel machen. Ich weiß nicht, warum meine Gesundheit wieder angestiegen ist. Habe ich keine Ahnung, aber wird schon seinen Grund haben. Zu Recht. So, pass auf. Jetzt mache ich mir Folgendes. Lalalala. Der ist weg. Er ist reload. Ah, Zoom gibt's auch. Den gibt's aber scheinbar nur mit Maus. Gebt so. Wohl niemals Ruhe, was? Ich weiß nicht, was ich hier mache, aber es sieht gut aus. La 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 la. So, Nummer 1. Nummer 2. Du wirst auch gleich erledigt. Aua, aua, aua. Und dann wieder einer von hinten. Natürlich, die Herrschaften. Bitte einer nach dem anderen. Ich habe ja genug für alle da. Was für ekelhafte Monster. Wenn die hier überall auf der Insel sind, weiß ich nicht, was ich dagegen tun soll. So haben wir nicht gewettet. Zero verpasst ja den ganzen Spaß. Wo zum Teufel steckt er nur? Vielleicht ist er ja tot. Der Zero. Vielleicht ist Zero die Frequenz von seinem... Was ist das denn überhaupt? Was sind das für komische Blumen immer? Und wer hat die ganzen Sachen hier hingestellt? Ernsthaft? Und wieso sind da so komische Kügelchen drin? Die hat doch keiner eingefangen. Was sagt denn eigentlich unser Kompass? Kein Schatz in der Nähe. Na gut, dann... Holla die Waldfee und weiter geht's. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Nach diesem komischen Dreiergespann. Alter, ist das hell. Menschen! Zero könnte hier irgendwo sein. Los, Leute! Ich eile! Ich eile. Ach, die Menschen sind eh schon tot. Da brauche ich gar nicht mal eilen. Ach, Alter, jetzt liegen hier diese Kokons oder was? Ach, die reproduzieren. Alter, die reproduzieren sich selbst. Wie, Alter, wie mies ist das denn? Guck dir das mal an, die reproduzieren sich selbst. Und ich glaube, das Gift ist auch nicht ganz so zuträglich. Da haben wir wieder so einen komischen Altar. Ich weiß nicht, ob wir uns da gleich aufheilen können. Ich sammle hier erstmal alles ein.
Und da geht die Gesundheit von... Ach, okay, in Kampfpausen regeneriert sich die Gesundheit von ganz alleine. Wir müssen also keine Heiltränke kaufen oder finden oder was auch immer. Und ich frage mich, was hat's denn mit dem Menschen auf sich? Und was hat's denn mit diesem kleinen, bescheidenen Tor auf sich? Und wer hat das alles gebaut? Und was gibt's hier zu finden? Und überhaupt und sowieso 30 Milliarden Fragen. Auf jeden Fall das Tor... Warum denn so ein riesiges Tor? Ja. Wollte ich... Das Lustige ist, das Gleiche wollte ich gerade auch sagen. Riesige Viecher brauchen riesige Tore. Oder Leute mit Komplexen. Wieder der Altar. Was wartet diesmal auf mich? So, was können wir denn machen? Choose a gift. Takes a selected gift. So, Freeze können wir machen. Press B und Y. Damit frieren wir Gegner fest. Ignition, damit können wir Gegner in Brand setzen. Ich mach erstmal B und Y. Das kriege ich auch niemals hin. So, Dash to Object haben wir doch schon. Was ist los? Wo bin ich? Dies ist deine erste Prüfung. Was? Du lernst deine neuen Fähigkeiten einzusetzen. Was? Es wird Zeit, anzufangen. Nein, ich will das gar nicht. Ich bin glücklich. Du meinst sofort? Ja, sofort. So, BY. Okay. Habe ich den jetzt eingefroren? Nee, habe ich immer noch nicht. Okay, ich mache Freeze, aber ich mache das irgendwie zu spät. Hä? Ich verstehe das nicht. Ich soll Freeze machen, aber der Freeze... Die Freeze erst in der Luft. Okay, einmal haben wir es geschafft. Aber das ist ja nicht der Sinn der Sache. Dass, vor allem die Freeze immer mitten in der Luft. Das ist natürlich scheiße. Okay, wir sollen also gainen. Jetzt haben wir einen so ein Ding gegained. Ah, okay. So, und jetzt haben wir zwei festgefroren. Verstehe. So, dann gainen wir jetzt die ganze Zeit diesen komischen Totenkopf da oben in der Leiste. Den nehmen wir jetzt auch noch mit. Na, jetzt hier, Alter. Na los. Ich glaube, damit geht's am schnellsten. Ich mache immer diesen komischen Kick und bilde mir ein, damit bringen wir hier was. So, zwei eingefroren. Dann laufe ich mal hier rüber. Und wieder zwei eingefroren. Einen müssen wir noch. So, komm schon. Ich muss nur den... Alter, lass mich in Ruhe. Ich muss den Totenkopf voll machen. Du siehst doch, ich habe zu tun. Das haben sie mir bei der Jobvermittlung nicht gesagt. Schups. Und das war's. Das war stark. Die Altäre sind also Kraftquellen. Abgefahren. Ey, das ist voll abgefahren. Voll abgespaced, Mann. Wer sagt denn sowas noch heute? Das könnten die Korallen sein. Dachte mir schon, dass das keine normalen Blumen sind. Ich sollte sie benutzen, um da hochzukommen. Okay, lock onto a Korall. Huch. Nein, ach, schon wieder so ein Arschloch. Hier kriegt ihr mich beide nicht, ne, ihr Drecksäcke. Na, dann wollen wir doch mal gucken, was die Maus wieder ausrichten kann. Ich bin Hybrid-Gamer. Ach so, na gut, das wird nichts. So.
haben wir noch jemanden? Da oben ist nix, aber ich höre noch was. Das waren nicht die einzigen. Kann ich das mit der mittleren Maustaste wegstecken? Nee. Wie kann ich denn Right Mouse Button? Ist natürlich super. Mach ich mal eben kurz. Diamond Ring, Equip. Fire Magic, na super, haben wir genau das Richtige gewählt. Wir bräuchten natürlich die Effektivität von Ice Magic, haben natürlich jetzt, naja, ist auch egal. Ich glaube, falsch gibt es da gar nicht. Wir haben das ganz gut gemacht. Festfrieren wird uns bestimmt noch zugutekommen. Ich frage mich aber gerade, wo ist denn andere Grunzer hier oben? Ich sehe den gar nicht. Hallo, Grunzi. Grunzi. Naja, gut. Grunzi wird das Kind schon schaukeln. So. Jetzt können wir uns irgendwo festlocken. Hier, warte mal, da locke ich mich auch mal ganz kurz fest. Huch. Und zwar an diesen komischen Korallblumen. So, dann. Hüps. Sie scheinen lebendig zu sein. Hoffentlich fällt das nicht runter. Huch, aber jetzt bin ich runtergefallen. Haben wir hier irgendwas? Ne, hier ist alles clean. Dann na los, da ist doch eine. Warum springst du da nicht hin? Hä? Da ist doch eine. Hallo, ich will die locken. Da ist eine Koralle. Die da hinten kann sie, aber die da nicht, oder was? Wow. So, ist irgendwie ganz cool. Eine Finte, mein Freund. Schnell wieder, der Hybrid-Gamer wechselt ganz kurz auf die Maus. Aua. Scheiße. So, und wieder aufs Gamepad. So geht's, meine Damen und Herren. So wird's gemacht. Und jetzt hier natürlich ihre Right Mount Button. Mount Button. The Right Mount Button and the X. X. So. Vielleicht öffnet der Schalter das riesige Tor. Ich erkenne keinerlei Zusammenhänge, aber ich gebe trotzdem meine Vermutung ab, weil ich ja ein programmierter Charakter bin und genau weiß, was passiert. Hallo, Freunde. So sieht man sich wieder. Da hat er super geklappt mit dem Eis gerade. Aua, und ich laufe da auch noch rein, ich Vollhorst. Na, komm schon, Dickerle. Aua, 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 ich bin eine richtige Lady. Noch jemand? Also die Statuen sind easy, aber diese komischen, ekelhaften Hopser, die sind nicht so schön. Was ist denn das da für eine komische Rauchwolke? Da oben ist nichts, ne? Nee. Natürlich, natürlich. Das hat sie natürlich gewusst, das Mädel. Keine Frage. Unser Zuckerschneckchen kriegt hier alles hin. So. Die Gilde sucht hier schon so lange nach Schätzen. Aber keiner hat je versucht, eine Karte zu zeichnen. Schätze, sie hatten ein Wichtigeres zu tun. Genau wie ich. Oh. Zum Beispiel sich fett auf die Schnauze legen, weil man einfach die Klippe runterstürzt. Naja, ist auch egal. Offenbar kann die 30 Milliarden Meter runterspringen. Ich höre doch schon wieder. Ich luge mal ganz kurz um die Ecke. Ich sehe aber nichts. Ich
Ich höre es doch grunzen. Wo kommt ihr nur alle her? Ach, schon wieder. Ich Kein wusste Wunder, es. Dass die hiesige Kultur untergegangen ist. Aber echt mal. Da hinten ist das Scheißding. Uah. So, Hybrid-Gamer geht wieder in Lauerstellung. So, tschüss, du Ding, du übles Hybrid-Gamer. Auf und wieder zum Gamepad. Und jetzt schauen wir mal. Hier eine riesige Statue. Ich dachte gerade, da kommt wieder so ein Scheißding runter. Hinfort mit dir, du schöne Blume. Ich hasse schöne Blumen. Sie sind mir höchst zuwider. Verstehe ich auch nie, warum Bösewichte immer nur so in Schwarz und Gedärme und Gülle wohnen wollen. Und nie in irgendwie schönen weißen Villen und Blumenwiesen. Ist ja nicht so, dass nur weil man böse ist, muss man alles, was scheiße ist, gut finden. Verstehst du? Ist mir nie so recht bewusst geworden, warum das wohl so ist. Hier kommen schon gleich wieder welche von diesen Krabbelspastis an. Ich hab's gewusst. Nein, aua, 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 aua. Alter, Alter, Alter. Kommt doch mal klar, ihr scheiß Kackviecher. Ich reiß dir den Kopf ab und scheiß dir in den Hals. So. Friss mein Schwert. Okay, hier sammeln wir uns wieder ein paar Bonuspunkte ein für später. Obwohl, so viel später wird es ja nicht mehr. Wir haben noch 20 Minuten Zeit, verdammt. So, jetzt haben wir irgendwas aktiviert, was aber irgendwie nichts gebracht hat, ne? Probieren wir es nochmal. Was jetzt nicht mehr geht. Ich dachte, wir müssen hier durch oder durch ein Gitter oder so. Was ist denn jetzt hier aufgegangen? Auf jeden Fall kein Licht. Ach, hier glaube ich, ne? Was geht hier vor? Würde mich nicht wundern, wenn ich hier auf eine Gruppe Touristen treffe. Hier ist alles möglich. Ja, Touristen. Ich habe keine Idee, wie da auf sowas kommen. Was ich jetzt mal mache, ist wieder Hybrid-Gaming. Schnauze! Ach, noch einer. So, den können wir bestimmt retten. Und den hauen wir nochmal aus dem Gebüsch. Hey, Kollege! Hey, Kollege! Kollege, 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 Kollege! Ach, ich vermisse mal. Du bist wohl neu? Ja. Auf der Insel. Mhm. Weißt du, das war schlechtes Timing. Lass mich liegen. Beweg dich, beweg dich. Bring dich schnell in Sicherheit. Oh, der Tod war so dramatisch und gefühlvoll. Habe ich jetzt eine Träne im Auge? Alter, guck mir hier, ich bin eine scharfe Braut und du redest nicht mit mir? Du musst mich doch mit schlechten Anmachsprüchen bombardieren. Alter, guck dich mal um, hier gibt es weit und breit keine Mädels, nur Monster. Und ich umkreise dich wie eine Motte das Licht. Ja, Alter, frigiden Planet hier. Naja, egal. Es muss einen anderen Weg geben. Die sehen wie Parasiten aus. Wenn ich sie zerstöre, kann ich die Korallen benutzen, um zur anderen Seite zu kommen. Das könntest du tun. Oder du rufst den Gärtner. Ich muss hier erstmal Blümchen sammeln oder Blumenwiesen. Ne, pass auf, ich mach das mal so. Ich mach wieder Hybrid-Gaming-Action. Hallo. Mach die Knarre raus. Vielleicht ist das eine vulkanische Lebensform. Was sie an den fliegenden Korallen wohl so besonders fanden. Gut, ich mag sie ja auch. Du kannst dir mal umgarnen wie so ein Kokon. Kannst ja mal die Schenkelschere machen. Hui! Hui! Wow, da unten ist was. Lava und Berge und Dschungel?
So, wo kommen wir denn da hin? Es sieht ja ein bisschen gefährlich aus, würde ich sagen. Aber egal. Ups. Und hier wartet das nächste. Mal sehen, was ich dieses Mal bekomme. Ein Gratis-Coupon für McDonald's. So, Ignition. Damit kann man Leute anzünden. Heavy Strike. Aha. Dann müssen wir B und A drücken. Alles klar. Heavy Strike hört sich ganz gut an. Ich glaube, den nehme ich einfach mal. Weil Feuer, obwohl Feuer ist auch nice. Aber ich glaube, ich nehme mal den Heavy Strike, oder? So. Grants Players, the ability to dash to enemies. Den nehmen wir auch noch mit. Nein! Ach so, ich muss natürlich erstmal wieder sammeln. Habe ich ja ganz vergessen. Bevor ich hier rumspringe. Yeah! Scheiße! Der Heavy Strike fliegt natürlich nur so durch die Gegend, so wie ich gerade. Halt! Lasst mich! Ich bin ein armes, kleines Mädchen! Mann, ich kann diese beiden Knöpfe einfach nicht zusammendrücken. So, jetzt aber. So, jetzt hier einmal kräftig aufräumen. So, fertig. Fertig. So, Lock und Dash. Okay, uah. Das ist eine super Idee. Es bleibt spannend. Was das wohl ist? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall irgend so ein riesiger Tempel. Ich hoffe, wir kommen jetzt zu keinem Endgegner oder so. Das will ich doch nicht im letzten Test. Robocop. Bist du hier, um durch das Portal zu treten? Nein! Das kommt drauf an, wo es mich hinführt. Der Weg hat keine klaren Grenzen. Nur die Portale weisen die Richtung. Dieses Portal ist die einzige Option für dich. Ich verstehe das nicht. Hat das irgendwas mit dem Schatz im Drachentempel zu tun? Der Weg ist der wahre Schatz von Dragonland. Und er endet am Drachentempel. Dort wirst du zu dir und zu wahrer Macht finden. Mach dich bereit, denn es ist Zeit, mit der Aufgabe zu beginnen. Soll ich hier eine Brille holen? Au, 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 au. Hilfe! Ich kann den gar nicht striken irgendwie. Lass mich, 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 lass mich. Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Hier kriegt er mich nicht. Der gute Mann scheint ein bisschen behäbig zu sein. Ich glaube, er hat ein paar Gewichtsprobleme. Halt, ich, bevor der hier rumstackst, ich lock den nochmal hier rum. La, 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 la. Na komm doch mal her, mein guter Mann, mit deinen Hakelbeinen. Aua, scheiße.
Na, ob wir das überleben, das wage ich ja noch zu bezweifeln. Hilfe! Wir können aber das Ding da schon mal, diesen Button können wir schon mal benutzen, aber... Der deaktiviert sich dann sofort wieder, das ist natürlich scheiße. Und wir haben den noch gar nichts abgezogen, dem Typen. Ich weiß gar nicht, wie wir den überhaupt, Scheiße. Das ist natürlich jetzt doof im Netztest, weil jetzt kann ich auch nie mal eben gucken, wie es geht. Ah, wir müssen noch was anderes auf, den Armbutton stellen, glaube ich. Das Problem ist nur, wir können nichts stellen. Da lege ich mich erstmal hin und denke drüber nach. Scheiße. Was das wohl ist? Ich überlege gerade, aber ich weiß nicht, wie wir den sonst besiegen können. Wir können uns hier auch nirgends weghangeln, wir können hier nichts machen. Wir können den offenbar nicht angreifen, aber wir haben zwei Buttons, die wir betätigen müssen. Bla 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 bla. Mhm. Alter, und der erwischt mich und zieht mir sofort die Hälfte der Gesundheit ab. Das ist natürlich auch super. So muss es einfach sein. So, komm mal rum, du komischer Vogel. So, zweimal hat er mich getroffen und zwar und sofort bin ich fast tot. Ich verstehe nicht, wie man hier gleichzeitig die beiden Dinger aktivieren soll. Ich konnte ja auch nichts schleppen oder so. Was passiert, wenn ich weglaufe? Geht natürlich nicht, weil hier eine Arena ist. So, dreimal hat er mich getroffen, dann ist vorbei. Okay, das wird also interessant. Was das wohl ist? Das ist die Labermaschine, der man irgendwie nichts anhaben kann. Vielleicht müssen wir bei deren Auge irgendwas machen. Ich bin eine Mücke, ich bin eine Mücke! Ja, super, das ist auf jeden Fall ganz toll. Ich kann euch jetzt nicht am ersten Endgegner abbrechen, aber ganz ehrlich, sein Energiebalken wird einfach nicht dezimiert und wir sind sofort nach dem zweiten Angriff tot. Also, ach, halt die Schnauze. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie ich gegen den ankommen soll. Ich könnte ja versuchen, den auf einen anderen Button zu locken, aber das kann doch nicht die Lösung sein. Ich laufe hier mal ganz weit außen rum. Wird bestimmt nicht funktionieren. Die blöde Kuh stellt sich natürlich auch genau davor. So, was liegt denn da rum? Gestern trafen wir auf einen humanoiden Eingeborenenstamm. Leider waren sie uns nicht freundlich gesinnt und bewarfen uns mit Speeren, als wir den Fluss überquerten. Und mit Kacke. Sie sahen zwar fast wie Menschen aus, trugen Rüstungen und Waffen, waren aber viel zu aggressiv, als dass man es wagen hätte können, Kontakt aufzunehmen. Sie warfen unaufhörlich auf uns. Wir mussten sie erschießen, um uns selbst zu schützen. Ich habe Teile ihrer Rüstung aufbewahrt. Sie besteht aus Tierknochen und menschlichen Gebeinen. Edward Boyle, Autor der Zeitschrift Eigenarten der Natur.
Ja, ich würde auch, wenn ich gerade... Oh, wir haben 4 Seiten verpasst, glaube ich. Ne, 3. Wenn wir gerade irgendwo mitten im Bosskampf sind, erstmal hinlesen und gemütlich ein Buch lesen. Vielleicht noch einen warmen Tee dazu reichen. Die Zeit hat man ja auch. Klar, schießt nur unaufhörlich an Raketen. Mein Dickerchen. Guck mal, das Let's Play ist eh fast vorbei, das Let's Test. Mist, da kommen wir nicht hoch. Tja, sonst sehe ich hier auch nichts. Also es gibt bestimmt irgendeine Strategie, die werde ich jetzt aber nicht ausbaldowern. Und wenn ihr Blades of Time selber zocken wollt, ich kann es, also es macht Spaß, wenn man diese Art Slash-Games mag und natürlich auch spitze Nippel, ist man hier natürlich super aufgehoben. Oder auch unbesiegbare Endgegner oder Zwischenbosse, die man... Ich weiß gar nicht, also der Frost... Alle Special Moves habe ich bei dem ausprobiert. Nichts zieht dem was ab. Nichts. Aber wir sind natürlich gleich wieder gedamaged. So, siehst du, das war der komische Heavy Strike, den wir gelernt haben. Bringt auch nichts. Ich habe jetzt also keine Ahnung, wie man da weiterkommt. Ich werde das jetzt auch nicht eruieren, indem ich stundenlang gegen den kämpfe. Vielleicht muss man erstmal die Seitenarme weghauen, aber selbst das funktioniert ja nicht. Und auch von hinten ist da kein Rankommen. Nee, das wird nichts. Wenn ich das nächste Mal tot gehe... Dann mache ich aber Ende vom Let's Test. Ich müsste jetzt nachgucken, wie man den besiegen kann, weil selber habe ich jetzt keine Idee. Man könnte bestimmt... Irgendwas muss man bestimmt mit den Plattformen machen. Aber so bringt es natürlich gar nichts, wenn man den überhaupt nichts anhaben kann. Bei ihm aktivieren sich die Plattformen aber auch nicht, wenn er da drüber geht. Offenbar gar nicht. Nee, die können nur wir aktivieren und ich habe leider keine Ahnung, wie wir beide auf einmal aktivieren. Sonst würde ich das jetzt machen. Ich bin so blöd. Ja, wo soll ich denn lang gehen? Ich habe keine Ahnung. Ich wackel hier noch ein bisschen doof rum. Altes Hühnerbein, komm mal klar. Das wäre so ein Habichtbein, ne? Ne, da kommen wir auch nicht hoch. Das Ding hier zerlegen bringt auch nichts. Huch, wollte ich gar nicht. Tschüss. Natürlich, der schießt mal einfach durch das Ding durch. Ist doch das Natürlichste auf der Welt. Warum auch Clipping? Wir haben natürlich Clipping, wie ich gerade gesehen habe. Wir haben ja auch keine Raketen. Wir schießen ja nur mit blöden Patronen. Wann ist das blöd? So, auf jeden Fall, Blades of Time ist das Spiel. Es macht ja, wenn man weiß, wie man weiterkommt. Ansonsten, es gibt ein paar unfaire Stellen, wie jetzt zum Beispiel diese hier gerade. Oder auch, wenn diese 3 Viecher auf einmal angreifen, da ist man nicht sofort vorgefeit. Der Typ ist auf jeden Fall selten dämlichst. Und ich werde jetzt Folgendes tun. Ich werde mal das Let's Test an dieser Stelle beenden. Gucke heimlich im Internet, wie man hier weiterkommt. Da hinten drüber springen geht, glaube ich, nicht. Alter, da kommt auch partout nicht herüber, ne? Da oben an den Dinger kommt man da auch nicht ran, glaube ich. Nee, kommt man nicht. Nee, keine Ahnung. Bestimmt irgendwas mit den Schaltern. Ich weiß es aber nicht genau. Ich hoffe, euch hat das Let's Test gefallen, dieser erste Einblick. Und wenn ihr Bock drauf habt, Blades of Time und so... Bitte schön, bitte gern. Ich kann es nur empfehlen. Und ich glaube, der Herr Rumpel wollte dazu ein Let's Play machen. Ich weiß nicht, ob er damit schon angefangen hat. Oder ob er das später macht, ob er das gar nicht macht. Das weiß ich momentan gar nicht. Wir hatten das nur kurz im Gespräch, dass ich das auch mal Let's testen wollte. So, jetzt auf jeden Fall vielen Dank wie immer fürs Zuschauen. Das war Blades of Time. Mein Name ist Gronkh und wir spielen hier lustige Spiele. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank nochmal. Auch Frau Spitznippel bedankt sich.
die da ganz desinteressiert rumsteht. Und wir sehen uns hoffentlich wieder im nächsten Netztest, im nächsten Let's Play oder whatever. Bis dahin, tschüssi Kowski. Ich bin der doofe Robomann, ich wackel hier herum. Ich bin der doofe Robomann und eigentlich bin ich dumm. Wackel, 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 wackel. So, pass auf, ich geh jetzt nochmal ganz kurz sterben. Komm halt rum hier, du Vollhorst. Ja, natürlich. Okay, das war das. Und wir sehen uns wieder im nächsten Let's Test. Tschüss. Das wohl ist? Ja, was das wohl ist, das ist das Ende.